Das Moselfest in Zollhaugen war auch in diesem Jahr gut besucht. Die Veranstalter gehen von bis zu 60.000 Besuchern bei der 56. Auflage der Veranstaltung aus. Neben zahlreichen Fahrgeschäften wurde auch in diesem Jahr wieder jede Menge Live-Musik geboten. Insgesamt traten von Freitag bis Sonntag 15 Gruppen auf. Hauptact am Samstag war die Gruppe 24th Frame. Einer der Höhepunkte war wie in jedem Jahr das Feuerwerk, das in diesem Jahr mit einigen Neuerungen aufwartete. Für die Polizei verlief das Fest eher ruhig. Von Freitag bis Sonntag habe es 9 Handgreiflichkeiten gegeben. Auch bei den Notdiensten gab es nichts Außergewöhnliches. Hauptsächlich chirurgische Verletzungen wie Schnittwunden wurden behandelt. Zudem alkoholisierte Besucher und Besucher mit Kreislaufbeschwerden.